So, wir sind wieder zurück und jetzt die ganze Crew. Der Atzenjungs, das bedeutet, sie sind bald am Start. Ab dem 4. Mai gibt es nämlich die Compilation. Ganz neu, frisch, voller Power, voller Energy, so wie man die Atzen kennt. Aber ich kenne ja nur die beiden Jungs hier, muss man sagen. Und jetzt muss ich euch mal vorstellen, aber ich weiß ja nicht mehr, wer ist. Wer bist du? Ich bin Party-DJ Klaus. Hallo. Guten Tag. Und das Coolste ist, was ich an Klaus schon mal bewundere, sind seine schnicken Kopfhörer. Ja, ja. Ja, kann man sehen. Und zwar von SpongeBob. Wer hat die dir gekauft? SpongeBob. Die habe ich Sadi abgezogen eigentlich. Also eigentlich sind es seine, ja. Also, aber die sind natürlich... Atzenbrüder teilen sich doch alle. Hallo, natürlich. Natürlich ohne. Das heißt, du bist ein Sadi? Ganz genau. Er ist der DJ, was bist du? Ich bin der Backup-Sänger sozusagen. Der Liebling aller Frauen, Sadika. Yes. Bist du derjenige, der die meisten Frauen also abschleppen kann danach, oder wie? Nicht die meisten Frauen. Es geht. Nicht die meisten, alle. Entschuldige, ich wollte nicht untertreiben. Fast. Fast alle. So. Und du bist? Ich bin Azelle, wie dunkel, sieht man ja. Ja, und gehöre noch mit einem Kumpel, Aziope, zusammen und sind halt bei den Atzen gesigned worden und Verpeilers, genau, und bringen auch dem nächsten Album raus. Wissen noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall dieses Jahr. Also, auf jeden Fall immer gut aufpassen bei den. Gibt es eigentlich so eine. Ah, nee, dich muss ich auch nochmal vorstellen. Und du bist? Ich bin Smokey, der Backup-Rapper von den Atzen und Solokünstler. Und eine sehr tiefe Smokey-Stimme. Deshalb Smokey oder warum? Ja, viel, viel Whisky und Ole Ole. Also, ist nicht. Gibt es eigentlich eine, ich meine, ihr seid ja eigentlich viele verschiedene Flügel, ja, jeder macht auch so seine Solo-Projekte, so verstehe ich das ja bei den Atzen, es gibt ja quasi die Atzen-Truppe, aber trotzdem ist ja jeder selbstständig unterwegs. Wo kann ich eigentlich alle Informationen über die Atzen bekommen? Gibt es so eine Main-Seite für unsere Zuschauer? Und zwar, wir haben eine Internetseite, das ist atzenmusik.com oder halt Facebook, weil alles sind ja heutzutage Facebooker, facebook.com/atzenmusik. Und da kriegt man eigentlich alle Infos über uns. So. Und dann am besten die CDs kaufen, weil dann blickt man auch durch, wer was macht. Sadi macht zum Beispiel geile Gesangslieder, er singt mehr, ist so der Sängertyp. Smokey hat so die Stimme, da weiß man ja, merkt man ja, was er macht. Verpeilers sind so die typischen Berliner Oldschool-Atzen. DJ Klaus ist eigentlich ein DJ und hat dann irgendwann angefangen, Partymusik zu machen. Mixe ohne Ende auf Mixcloud bei mir auf jeden Fall unter dj-klaus.com auch. Da gibt's einen jetzt auf jeden Fall. Hossa, holla die Waldfee, sagt er. Mann. Was ist denn so deine Favorite-Musikrichtung? Was machst du denn gerne? Ich mag dieses Querbeet auf jeden Fall. Das ist sehr cool auf jeden Fall. Also eigentlich komme ich ja auch aus der Hip-Hop-Richtung so und habe halt aber auch viel Funk gehört, weil ich angefangen habe, so diese ganzen Original-Samples zu suchen und so. Und irgendwann dachte ich mir, ey, jetzt will ich einfach nur mal durchdrehen und einfach mal ein bisschen Party machen zu Techno-Beats und so halt irgendwie. Und ich mag einfach... Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Schlager auch, super auf jeden Fall, also wenn ich jetzt zu Hause bin und ein bisschen chillen möchte, halt, dann höre ich halt irgendwie gute Funkmusik oder so, aber Kneipenmucke ist auch eine gute Sache auf jeden Fall, zu so einem Bierchen. Hochzeits-DJ. Ja. Oder als Hochzeits-DJ auf jeden Fall, ne? Muss man ja auch sehen. Nennt man einen Kneipenspruch hier? Ich kenne auch keine Kneipensprüche. So mit irgendwie glaube ich dir nicht. Ja. Da ist der Herr eigentlich auch für zuständig. Oder? Bist du der Kneipenexperte? Naja, geht so. Aber auf jeden Fall, Lieschen, komm ein bisschen auf den Rasen. Mir einen Piep. Bin ich froh, dass ich nach 23 Uhr on air gehe. Also ich glaube, die Sendung würde nicht mehr, die Sendung würde nicht mehr lange laufen. Hä? Nein. Nein, die Sendung geht nach 23 Uhr. Ich bin ja neugierig. Ich liebe ja diese verrauchten Stimmen. Ja. Oh, da bist du bei ihm aber richtig. Ja, ich weiß. Du singst, oder? Oder machst du nur Rap? Nur Rap. Nur rappen. Kannst du mir was vorrappen mit deiner coolen Stimme? So spontan, wirklich so ganz spontan. Komm, kannst du. 100% Pro, dass du es kannst. Ich überreiche auch dir das Mikro. Normalerweise gibt der Moderator niemals sein Mikro weg, aber bei dir mache ich es. Echt? Okay. Ja. So, jetzt muss ich ja erstmal kramen und mir was Ordentliches, was man auch dann hier bringen kann. Recht Profi-Simple, oder? Ja. Oder Himmelstor. Ja. Wie fängt denn der an? Ja, das ist. Ich hab.
Mach nur die Hook. Ja, aber welchen? Freaks. Ja, auf der Überholspur. Einer geht noch. Nachts kommen die Freaks raus. Wie fange ich denn an? Das ist nämlich dieser Spontaneffekt, wo man dann immer nicht weiß. Jetzt wundere ich mich auch, du. Ey, weißt du, wie viele Lieder ich habe? Ja, ich weiß, aber jetzt... Und auch wenn, und auch das Ding ist... auch so, wenn der Beat kommt... Ja. Ist ganz, ganz... Ist wirklich so, wenn der Beat kommt, kann ich den ganzen Song auswendig. Von vorne bis hinter im Schlaf. Unter der Dusche wollte ich nur, das geht ab, einfach nur mal lallen aus Spaß, ja? Und ja, aber ey, ganz ehrlich, ich habe auch abgekackt, auf jeden Fall. Irgendwann so, ich hatte so, der Anfang ging noch und dann irgendwann... Hä? Ja. Ich dachte mir, bin ich blöde? Was, aber wenn die Musik wieso kommt? Ja, auf jeden Fall. Ist ganz anders, auf jeden Fall. Arbeit. Du lernst drei das für eine Mata. Solange es nicht auf der Bühne passiert, ist ja in Ordnung. Ist natürlich, wenn du dann die Musik hörst, dann auf einmal klack, dann platzt der Knoten und du bist sofort am Start. Sofort on point. Aber wenn du dann auf einmal spontan im Interview irgendwas rappen sollst, so, frag mich mal, wie Disco Pogo anfängt. Ja, wie fängt der? Kommt schon. Ah! Helle! Nee, auf meine, hallo? Ich hatte das mit Jupp hoch, dann wusste Jupp nicht zum Beispiel bei Pfeifen und Trüben. Fang ich jetzt an oder du? Ich sage, ey, mach dich nicht fertig. Wenn der Beat da ist, dann wissen wir das. Das ist dann, da. Kennt, du, wenn du ja mit Rap auseinandersetzt, hast du mal türkisch Rap gemacht? Probiert? Kennst du die Gruppe Kartell? Kartell! Pass auf, ich mach mal für euch. Kannst du das? Ich kann aber kein Türkisch, ich kann es phonetisch nachempfinden. Mal machen, guck mal, ich kann den Text für euch. Kartell! Bir numara, en büyük, cennem den çıkacıl Günther, 25 yaşında, 100 binlik araba, nereden çıktı bu para? En iyisi sorma! Er kann's! Ja. So. Ja. Wie ging's weiter? Karakan yine geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya weiter kann ich auch nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ist lange her, ist mir gerade eingefallen, weil ich wollte gerade Smokey aufbauen. Ist dir was eingefallen? Hast du aufgelegt? Ja, auf jeden, klar, habe ich noch als Vinyl. Hey. Aber ich wollte ihn nicht zum Schwitzen bringen, jetzt tut es mir ein bisschen leid. So, was erwarten denn unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute auf der Bühne? So mal so als finale Runde. Wilden Haufen, der richtig durchdreht auf jeden Fall. Und wer dreht hier bei euch am meisten, Hand aufs Herz, am meisten durch? Ja, das glaube ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt glaube ich überhaupt nichts mehr. Das ist immer anders. Es gibt immer irgendeinen, der hat einen ganz besonderen Tag und der macht ganz komische Sachen. Dann, es ist wirklich wahr. Und dann gibt es auch manchmal jemanden, wo du denkst, ey, der flippt völlig aus und der ist dann an dem Tag total ruhig und macht gar nichts. Also, aber eigentlich sind wir alle immer auf 100. Ich finde es, die Zuschauer, die dann da vorstehen und so, die leiten auch ein. Wenn die abgehen, dann springt der Funken rüber so. Zwar gibst du trotzdem alles, aber wenn die Fans abgehen, ist es dann immer so ein Hin und Her irgendwie und es baut dich Track für Track immer mehr auf. Ist es eigentlich mehr so eine Hip-Hop-Sendung oder? Ja, wir machen eine Lifestyle-Sendung. Bei uns ist alles drin, so wie es die Ärzte sind. Alles. Wir doch bei euch an der richtigen Adresse, oder? Das hoffe ich doch. Ja, weil das ist ja ein Lifestyle. Right. Das ist nämlich das Gute, nämlich. Das ist ein Lifestyle. Mehr als ein Lifestyle, finde ich. Genau, weil das ist nämlich genau das, was Helle sagt. Es ist nicht so, dass wir ein Konzert machen, nur für die Leute und die gucken zu, sondern das ist immer so ein Mitmachen. Deswegen wollen wir auch immer, dass alle auf die Bühne kommen und dass man gemeinsam feiert irgendwie. Es gehört alles zusammen. Wir sagen auch nicht zu unseren Fans Fans wirklich, sondern das sind auch Atzen, weißt du? Und das ist halt so ein Ding. Das ist halt schon der Lifestyle. Die leben nämlich genau dasselbe Leben. Die feiern, wir feiern und das ist alles cool. Irgendwie ist natürlich jetzt nicht nur stupides Feiern, aber es ist irgendwie, ist da, wenn die Chemie stimmt untereinander, dann ist auch alles geil irgendwie mit den Fans. Ne? Jungs, Hand aufs Herz, ich finde euch alle cool. Ich drücke euch auf jeden Fall. Ich drücke euch die Daumen. Warte mal, wie heißt du eigentlich? Ich heiße Bedo. Bedo, einmal Bedo. Applaus für Bedo. Ist das erste Mal nach 8 Jahren. Wow. Das erste Mal nach 8 Jahren, dass ich Applaus bekomme. Danke. Ich habe 8 Jahre gewartet. 8 Jahre. Ganz ehrlich, Respekt. Bedo in Saufen, wa? Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ich bin immer dabei. Ey, an dieser Stelle, dieatzenmusik.com, richtig? Genau, atzenmusik.com. Also für diejenigen, die es noch nicht wissen, reingehen, hören. atzenmusik.tv, nicht vergessen. Ja, jawohl, genau. Ganz, ganz wichtig, ganz, super, ganz wichtig. Und wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr uns auch finden. Ja, auf YouTube, auf Facebook, überall, wir sind dabei. Euch viel Spaß heute Abend und die Bilder dazu folgen jetzt. Party.